Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Forager oder Wildbeuter oder alternativ auch Jäger und Sammler. Heute schaffen wir endlich Level 38. Da bin ich schon gespannt drauf, ob wir da irgendwie was Gutes rauskriegen. Und hoffentlich kriegen wir jetzt langsam mal nochmal so ein richtig gutes Item aus dem Markt. Das ist so eigentlich das Ziel. Ich werde jetzt auch mal meine Glasproduktion oder besser gesagt meine Flaschenproduktion nochmal anwerfen. Ich könnte auch das Druidenschwarz schon sehr, sehr lange herstellen. Ja komm, das stellen wir jetzt erstmal her hier. Und ne Angel stelle ich mir auch. Was wird mir denn für Flasche Glas? Ich habe halt echt actually gar kein Glas mehr. Ja gut, okay, dann muss ich halt hier erstmal maximal Glas erstellen. Damit sind die Märkte jetzt auch wieder aufgefrischt. Und das ist nichts dabei hier. Vielleicht hier dieses Mal. Na, auch nicht. Doch Sand, 100 Sand. Ja, im Wert von 3. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein einiges an Stuff gewesen, den ich jetzt später in Glas verwandeln kann, den ich dann später in noch mehr Sachen verwandeln kann. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Okay, das sollte ich vielleicht auch mal ändern. Jetzt muss ich nur immer mal gucken, ob hier alles funktioniert. Das sieht aber gut aus. Kohle also, liebe Leute. Kohle ist jetzt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff. Da unten ist gerade noch ein Lederlieferant hier gespawnt, den ich mal kurz mitnehmen werde, um mir nochmal zusätzlich ein wenig Leder herzustellen. Denn, ich könnte mir einen großen Rucksack machen. Großer Rucksack wäre natürlich super, super nice, weil Königskleidung ist, ja, in der Hinsicht ziemlich gut. Großer Rucksack, nochmal 4 weitere Inventarslots. Ich mache aber erstmal die maximale Anzahl an Leder, die ich jetzt hier rausziehen kann. Gehe ich jetzt wirklich direkt schon auf den großen Rucksack? Ich meine, damit könnte ich dann schon nochmals mehr tragen. Und wir hätten heute wirklich einen riesigen, riesigen Sprung gemacht. Ich könnte aber auch mal gucken, ja, okay, die Dingy-Spots werde ich halt oben erstmal nicht kriegen, gell. Ah, Mann, hey. Ich muss mich da echt ein bisschen entscheiden, für was ich gerade hier, in welche Richtung ich hier tatsächlich gehen möchte gerade. Weil es hat so viele Unterschiede. Oh mein Gott, da oben ist ein Geist unterwegs. Stirb, du Geist. Das war nice, das gab ein bisschen Leder. Aber ansonsten ist hier nichts. Es ist halt einfach random ein Geist gespawnt hier. Das ist halt, ja, das ist halt wieder typisch Forager, hey. Mann. 21 Rubine. Also wir haben hier halt wirklich guten Stuff am Start. Also viel dabei, viele Diamanten, viele Juwelen hier. Wenn wir jetzt nur noch die richtigen Sachen kriegen würden. Ein bisschen mehr Gold wäre halt prinzipiell super gut. Einfach nur ein bisschen mehr Gold wäre halt so das Optimum, dass wir uns noch weitere Islands kaufen können. Die oben kosten halt knappe 13.000. Das ist halt sehr, sehr teuer. Ich esse mal kurz 2 Rüben, dass ich hier nämlich noch bis vielleicht zu einer nächsten Ferry komme. Oh, jetzt habe ich einen Fisch gegessen. Das wollte ich natürlich nicht. Hier sind ganz viele Sachen. Das kann ich auch mitnehmen. Doppelte Items, ganz viel hier. Nice, da ist die Angel erstmal noch. Sehr schön. Dankeschön, um nach Schätze angeln zu gehen. Und das Druidenschwert ist auch eine schöne Sache. Verursacht zusätzlichen Damage an Bossen. Kristallamulett hätte ich gerne. Frostrelikt muss ich halt gucken, dass ich mir das farm. Ich habe 0 Königsstahl momentan. Ja, komm, ich baue mir jetzt hier. Oder brauche ich die Königskleidung für irgendwas anderes? Schaufel. Königsstaub. Oh mein Gott, ich könnte die nächsthöhere Staffel eigentlich. Schaufel schon relativ easy craften. Und die Spitzhacke, die wird ein bisschen schwieriger werden. Okay, Leute, also wir gehen mal hier auf Königsstahl. Uns fehlt lustigerweise Stahl, sonst könnten wir es schon craften. Das heißt also, hier gehe ich mal auf die Hälfte. Das wären 14 Stahl. Das ist in Ordnung. Und so craften wir uns jetzt mal dahin. Wie sieht es hier? Oh, hier hatte ich sogar direkt schon mal 8 Stahl am Start. Will ich sie mir jetzt wirklich kaufen? Ich meine, ich kann mir Stahl ohne Ende herstellen. Wie lange habt ihr noch für einen Refill? 4 Minuten. Ne, wir gehen jetzt nicht auf den Stahl, Leute. Das bringt doch hier jetzt gar nichts, irgendwie da drauf zu gehen. Deswegen farmen wir uns hier jetzt erstmal wieder fleißig durch, dass wir bald jetzt unser Level abkriegen. Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal ganz kurz, wenn ich hier den Lederlieferanten hier unten mitgenommen habe, gehe ich jetzt mal ganz kurz hier wieder auf die, ich bin schon wieder hungrig. Oh mein Gott, das ist halt so anstrengend einfach nur, diese ganze Zeit das Essen sich suchen zu müssen. Ich esse jetzt einfach Fleisch, rohes Fleisch, wie es sich gehört. Sehr schön. Okay.
Rüben habe ich jetzt auch noch hier welche am Start. Die nehme ich auch direkt mehr. Drüben sind eigentlich ganz coole Sachen. Sind aber sehr, sehr gute hier Ausdauerlieferanten. Oh, da ist das mein Gegner. Den machen wir platt. 96 Experience. 96 Experience, es ist halt insane. Und mit den Flaschen kann ich jetzt hier mal diese Feuerviecher fangen oder alternativ auch einfach Wasser nehmen und das da drauf schütten, weil dann können wir nämlich hier das hier holen und kriegen damit 12 Smaragde raus. Und 12 Smaragde, oh nice, mir reicht eine Flasche dafür. Oh mein Gott, Leute, ihr seid halt so smart, dass ihr das endlich gemacht habt, dass man eine Flasche immer wieder befüllen kann mit Wasser. Das ist halt super wichtig einfach nur, hey. Mann. Das ist halt wirklich eine super wichtige Sache. Und dann fange ich hier noch den Käfer nochmal damit, weil die brauchen wir später, diese Flaschen-Todesmotten. Die sind halt super, super wichtig. So, Blümchen, ganz viele Feuerblümchen noch dazu. Und dann haben wir jetzt hier innerhalb von der Insel unser nächstes Level up, wo ich vermutlich auf die Bergbaulaser gehen werde, weil wir die jetzt dann schlussendlich... Brauche ich für die Bergbaulaser schon eine Fabrik? Ich glaube nicht, gell? Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Die kann ich doch auch essen, aber ich bin schon voll. Ich glaube, wir brauchen da keine Fabrik. Das wäre ziemlich deprimierend, wenn ich dafür eine Fabrik brauchen würde. So, und damit sind wir auf dem nächsten Level up. Ne, noch nicht ganz. Echt jetzt, mir fehlen nur noch circa 100, um hier aufs Level up zu kommen. So, jetzt aber. Nur noch eins. Will ich erstmal kurz ein paar Steine. Warum kann ich die Steine nicht essen? Ich glaube, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen buggy. Esse ich halt hier wieder Fleisch. Das muss auch weg. So, also jetzt aber. Zack. Na also, Stufe 38. Kriege ich nochmal Juwelen raus. So schön. Ein zusätzlicher Skillpunkt. Und den verwende ich jetzt definitiv auf Bergbaulaser. Und hergestellte Items sammeln sich damit jetzt auch automatisch ein. Bergbaulaser verursachen doppelten Schaden, Druiden verursachen doppelten Schaden. Ich kann aber Druiden, muss ich in der Fabrik herstellen, gell? Die Fabrik ist hier. Ne, das ist Kraftwerk. Wo ist... Ah, ich kann die Fabriken schon herstellen. Oh. Okay. Gut. So weit, so gut erstmal. Jetzt ist die große Frage. Ich hätte mal gesagt, wir gehen mal nach oben. Wie sieht es hier aus? Ihr habt nichts Interessantes momentan für mich, außer Glasflaschen mit Wasser. Da habe ich schon reingeguckt. Stahl, Holz, nichts, was ich irgendwie brauchen könnte. 17 Flaschen hier. Hier kann ich mal weiteren Königstahl machen. Nochmal maximal herstellen. Und dann kann ich schon auf meine nächste Schaufel gehen, was ziemlich nice ist. Ich könnte auch auf mein Kristallschwert gehen, aber ich meine, hey, wer braucht das Kristallschwert, wenn man die gute Schaufel haben kann? So, okay. Hier oben werden also jetzt mal meine Fabriken oder so hergestellt. Ich meine, schlussendlich, wer braucht schon hier diesen grünen Bereich, wenn man da so ein paar schöne Fabriken hinstellen kann, Leute? Gras wird meistens überbewertet, wie ihr ja wisst. Das heißt also, da hauen wir jetzt erstmal eine richtig schöne Fabrik hin. Vielleicht hier drunter. So, mal gucken. Bauen. Oh ne, wir müssen erstmal gucken, wie viel braucht der Bergbau? Er braucht wirklich Ding. Ach, shit. Fabrik braucht Glas, Royal Steel und 22 Bricks. Das ist natürlich nicht ganz optimal, müssen wir mal ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Jetzt kann ich auch meinen Stein wieder essen, gut. Das ist natürlich nicht ganz optimal, weil da natürlich ein paar Sachen mit reinzählen, die ich jetzt... Anders, weil ich gerne bräuchte. Das da kann ich mal verkaufen. 181 Rüben. 181 Orangen. Was will ich denn mit so einer Sache, Leute? Was will ich denn mit 181 Orangen? Den Schlüssel kann ich jetzt auch endgültig mal hier verkaufen. Zack. 181 Orangen. Hey, das sind halt die Dinge, die man auf der Welt nicht braucht. Lavendel kann ich immer einlagern. Das ist auch ein Slot, der mir die ganze Zeit belegt wird. Oh, ich habe sogar schon eingetütete Motten hier mit am Start. Nochmal zwei dazu.
Sehr schön. Und dann können wir hier mal kurz verkaufen. Denn ihr seid eins, zwei, das ist eine Zitrone. Das ist hundertprozentig eine Orange, mein Freund. Ah, naja. Ist okay. Wir verkaufen den Seedank natürlich auch direkt und sind damit wieder auf 4,2k. Das heißt, wir können uns noch ein neues Island kaufen, oder? Wie sieht denn das aus? 3.700, 4.000, 3.900, 3.100, 2.000, 3.000, 2.000. Mir fehlt noch ein bisschen. 2500, dann könnte ich das hier kaufen noch. Was haben wir hier? Hier haben wir den Tempel. Das ist diese Elektro-Tempel, wo man dann am Ende gegen den Boss kämpfen muss. Ach komm, wir geben einfach mal 1000 Fairy, oder? Ne, wir geben nicht 1000 Fairy. Ich verkaufe jetzt noch meine Steine und dann. Oh, das Holz? Ne, wir verkaufen das Holz. Zack. Und dann kann ich mir nämlich noch die. Ne, das kostet 5,5, gell? Ach. Machen wir jetzt so. Und dann kann ich jetzt da oben auf jeden Fall noch dieses Land hier dazu kaufen. Ah, und da ist endlich der Pickaxe. Dass ich mehr Experience pro abgeschlagene Pickaxe. Ah, da unten ist auch der Händler. Da gehen wir direkt mal hin. Auch wenn wir momentan kein Geld haben. Sammeln hier nebenher auf jeden Fall mal ein bisschen Stuff ein. Dass wir das verkaufen können schlussendlich und Kohle haben, um Sachen zu brennen. Der Händler ist halt, wie gesagt, einfach super wichtig, weil vielleicht bringt er uns wieder Experience. Bringt uns nicht das, was ich gehofft habe, tatsächlich. Das ist schade. So, Experience-Bubbles sind halt immer so der heiße Scheiß, so den ich auch wirklich sage, das lohnt sich dann, da runter zu gehen und das Zeug zu holen. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch rüber und aktivieren mal den Obelisk hier, der uns Plus-Sachen gibt, sobald wir hier abbauen. Wisst ihr, wenn ich jetzt eh schon daran bin, eine Fabrik zu bauen, Leute, wenn ich jetzt wirklich schon die Fabrik hier baue an der Stelle, dann kann ich doch theoretisch auch einfach sagen, ich gehe direkt auf Droids, oder? Dann mache ich nicht diesen Umweg und die Orange ist hier erstmal, das lasse ich erstmal. Mache ich nicht den Umweg und gehe hier irgendwie auf irgendeinen Bullshit, den ich dann schlussendlich gar nicht brauche. Ich brauche noch eindeutig das Bogenschießen. Das heißt also, bauen das hier, zack. Hier. So, Stahl mal abgefarmt. Ah, da möchte ich jetzt noch nicht reingehen, Leute. Da möchte ich jetzt einfach mal noch nicht reingehen. Das werde ich dann später machen, weil ich ganz genau weiß, dass es jetzt momentan noch nicht so sinnvoll ist. Oder ist es jetzt schon sinnvoll? Weil wir sind 12 Minuten in der Folge drin. Die Rätsel da drin sind so lala. Also die sind eigentlich easy zu machen. Ich bin schon wieder hungrig, Leute. Ich bin halt schon wieder hungrig, hey. So viel wie der Typ isst, das kann doch kein normaler Mensch hier verzehren am Tag. Das ist ja der Wahnsinn. Naja, ich werde mich jetzt hier rüberbauen, werde mir hier. Oder ich kann mich. Wohin muss ich denn hier? Nach oben hin muss ich, gell? Hier kann ich mal kurz ein bisschen buddeln. Das war schön. Oh, nice. Das war richtig, richtig gut. Da haben wir jetzt endlich die Archäologie-Sachen hier von der Wüste gefunden. Und direkt zweimal. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Schaufelschlag hier an dieser Stelle. So, 14 davon. Das ist nice. Ich habe auch noch gar nicht die Statue gefunden, die hier, die ich bei Nacht anhitten muss mit meinem Schwert, damit da was passiert. Es fehlt mir halt wirklich noch einiges, also das ist ja echt der Wahnsinn. So, pick er wieder raus. Und hier haben wir den Digging-Spot, da ist leider nichts drin. Hier auch nochmal, da war wenigstens ein bisschen Geld drin. Dann bauen wir doch mal hier eine Brücke. Und hier auch. Ja, da brauche ich halt Laser. Laser ist natürlich nicht optimal. Aber das hier kann ich mal aktivieren. Den Bergbau-Obelisken. Jetzt gehen wir natürlich hier voll auf Steine, Leute. Das gibt zusätzlich noch mal einen extrem großen Experience-Boost.
25 pro Stein. Es sind nur noch 3 Hits, die ich auf den Stein brauche momentan hier in der Wüste. Das ist halt wirklich gut. Ich bin schon wieder erschöpft, hey. Mann, hey. Ich bin schon wieder voll. Das ist gut. Oh, jetzt habe ich erstmal die Szene gewechselt. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich würde eigentlich die 1 drücken und nicht meine F1. So, das passt erstmal. Wahrscheinlich muss ich mal meine Szenenwechslerei hier auf meine oberen Tasten legen. Dass das nicht so komisch ist. Oder vielleicht auf mein Numpad. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also mal gucken, wie ich das Ganze regel. So, okay. Weiter geht's jetzt also hier mit den Sachen. 20. Es sind halt um die 20 nur. Das ist halt leider nicht so viel. Ich bin erschöpft. So. Okay. Ah, ich brauche halt eigentlich noch einen extra Skill Point. Gehe ich da jetzt wirklich noch rein? Also nächste Folge machen wir auf jeden Fall das hier, Leute. Bin jetzt bei 600. Wie viele Steine habe ich inzwischen wieder? 195. Ich bin bei 300 Kohle inzwischen wieder. Also die 300 Kohle könnten wir auch theoretisch schon direkt wieder verticken. Dass ich da hier so viel rausziehen kann wie möglich. Wie viel gibt ihr denn jetzt? 66 Experience. Das ist aber wenig, oder? 66 ist, oder waren es, ich glaube vorhin waren es 48, 91. Sowas will ich eher sehen, Leute. Das sind fast ein kompletter 100er voll hier. Und wir brauchen ungefähr 250, 100. Ne, wie viel sind 25.000 durch 100? Das ist ein bisschen mehr tatsächlich. Das ist gut. Ich könnte auch die Fliegeviecher hier nochmal einfangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele man später dafür braucht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es einige sind. Ich glaube, ich würde jetzt auch mal ganz kurz hochgehen und meinen Royal Steel einsammeln, um hier dann die Fabrik draus zu craften. Wir töten mal kurz das Dude hier, um uns ein bisschen Dinge wieder zu holen. Ein bisschen Energie. Wie sieht's hier aus? Gibt's irgendwas Interessantes? Steine, Reparierboxen, Eiscreme, also nichts, was ich irgendwie gerne hätte. Den mache ich platt. Es wird gerade Nacht. Oh mein Gott, da waren viele Gegner dabei. Das hat auch gut Experience gegeben. So, wo ist mein Royal Steel? Ey, der Royal Steel, der braucht halt einfach so unendlich lang. Aber ich habe auch noch nicht geskillt, dass die Sachen hier schneller verarbeitet werden, gell? Wäre vielleicht auch mal noch eine wichtige Sache, das Ganze zu machen. So, aber inzwischen, bei wie viel Royal Steel bin ich denn inzwischen? Ich habe 5. Reichen mir 5 nicht, um eine Fabrik zu bauen? 5 reichen, um eine Fabrik zu bauen. Ich brauche nur noch Glas und Ziegel. Das heißt also, hier werde ich jetzt erstmal kurz Glas herstellen. Und zwar die Hälfte. Wie viel Glas brauche ich? Ich gucke lieber nochmal nach, wie viel ich brauche. Ich brauche 8 Glas. Dann werden wir mal hier an dieser Stelle genau 8 Glas herstellen, weil das nämlich nicht so lange dauert. Und dann direkt hinterher noch das restliche Zeug. Also die Ziegelsteine. So, ein bisschen Kohle. Wir fahren hier jetzt also auch nochmal ganz kurz ab. Eigentlich könnte ich die Rüben hier mal kurz aus dem Weg schaffen und damit dann mich hier Platz für meine Fabrik, für meine Fabriken hier setzen. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Wie mache ich das am dümmsten? Ne, ich glaube, ich setze sie einfach so daneben hin. Ansonsten könnten wir auch ins Schneebiom gehen und dort die Fabriken setzen. Aber eigentlich wollte ich eigentlich alles relativ zentral halten, dass ich nicht so durch die komplette Gegend rennen muss hier. So. Okay. Glas ist fertig. Das heißt also, ich kann jetzt hier auf Ziegel gehen. Da stelle ich jetzt mal 20 Stück her. Und mit den 20 Ziegeln kann ich dann meine Fabrik bauen, sobald ich das fertig habe. Und wenn ich dann meine Fabrik habe, dann kann ich
anfangen, Plastik herzustellen. Wenn ich Plastik herstellen kann, kann ich endlich hier, wie heißt es nochmal, herstellen? Wenn ich Plastik herstellen kann, kann ich endlich starten, meine Module herzustellen, die ich brauche, um Gott, um die Elektronikteile hier herzustellen. Mann, 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 da kommt auf jeden Fall einiges noch auf uns zu. Ich habe eigentlich gedacht, wenn man halt so auf so einem hohen Level ist wie Level 38 oder sowas, wird es halt schon deutlich schneller gehen. Aber es dauert halt jetzt gerade echt ziemlich, ziemlich lange, muss ich sagen. Bin mal wieder erschöpft. Das heißt, also ich esse hier ein bisschen was. Wie sieht das aus? Kann ich Kristall. Ich habe hier noch Seetang mit am Start. Komm, Seetang esse ich jetzt erstmal. Ich möchte doch nur den Seetang essen. Dankeschön. So, wieder auf die 1. Die Bäume sind jetzt alle hier so größtenteils tatsächlich Two-Hit, was ziemlich nice ist, weil das mir das Farm hier deutlich schneller macht. Ich müsste halt mal gucken, wo kriege ich die Fire Rod nochmal her? Fire Rod war im unteren Biom, gell? Dass ich halt hier die Dinge ausbauen könnte. Das Bessere wäre tatsächlich, wenn ich die bessere Picke hätte. Ich bin jetzt bei 21 Ziegel, das heißt also, das ist fertig. Bin jetzt bei 23 Ziegel, 24 Ziegel. Das heißt also, da kann ich. Da war Kohle und ich nehme sie nicht mit. 409 Kohle. Ich habe wieder 70 Fische. Hey, holy shit. Okay, das heißt also, hier werde ich jetzt erstmal maximal wieder einen Fisch machen. Das sind 70 an der Zahl. Die kann ich dann schlussendlich verkaufen, was ziemlich nice ist. Gut, dann gehe ich jetzt hier mal hoch und hier oben habe ich ja gesagt, du kommst kurz mal weg. Und hier oben werde ich jetzt eine Fabrik hinsetzen. So, bauen, Fabrik, genau hierhin. Okay, in der Fabrik kann ich jetzt Elektronik herstellen. Elektronik kostet mich Königsstahl, Obsidian und Kristall. Ich brauche genau zwei, um einen Laser zu bauen. Das heißt also, legen wir erstmal los mit dem hier, oder? Brauche ich irgendwie was anderes? Den Königsstahl bräuchte ich halt alternativ für was? Für meine verbesserte Schaufel. Die verbesserte Schaufel bringt mir welchen Vorteil momentan? Königsschaufel. Grabungsreichweite erhöht. Graben gewährt immer Erze. Und immer Erze ist schon ziemlich nice. Aber Elektronik brauche ich halt deutlich, deutlich schneller, um hier halt an meine Dämonenspitzhacke zu kommen. Das heißt also, ich werde auf die Elektronik setzen, Leute. Okay, Glasfaser ist eine Sache, die wir auf jeden Fall brauchen werden in den nächsten Zeiten. Deswegen ist das für mich schon mal was, was ich hier mitnehmen werde. Verkaufen mal das hier, verkaufen mal das hier, verkaufen mal das hier, kaufen wir jetzt schon eine Glasfaser. Das ist halt super teuer einfach nur. Aber ich weiß, dass wir halt Glasfaser brauchen werden. Ich weiß halt, dass wir Glasfaser später brauchen werden, aber ich möchte jetzt eigentlich keine 1,7K dafür ausgeben, dass ich jetzt einfach ein bisschen Glasfaser habe. Das ist so das Äquivalent dazu zu den Dingen. Ich meine, momentan sind wir noch nicht im Goldparadies. Das heißt also, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten und uns gedulden. In der Hoffnung, dass hier halt jetzt Double Items auch rauskommen. Das wäre so der optimale Zufall. Nope, okay, ist nichts rausgekommen. Das heißt also, mit dem Königsstahl werden wir jetzt ein bisschen sparsam sein. Oder besser gesagt, wir stellen jetzt hier mal zwei davon her. Ich könnte inzwischen sogar drei herstellen, aber zwei Stück reichen erstmal. Wenn die dann fertig sind, was jetzt eine sehr, sehr lange Zeit dauern wird, weil die halt einfach 100 Jahre brauchen, weil ich das Ganze noch nicht geskillt habe, dass ich schneller arbeiten kann hier. Dann, ja, hätte ich mal gesagt, sind wir eigentlich so weitestgehend auf dem richtigen Weg, Leute. Ich meine, wir haben jetzt inzwischen die Fabrik, das heißt, es funktioniert jetzt schon größtenteils einfach automatisiert. Dass das hier unten noch nicht ganz funktioniert, aber warte mal, ich könnte natürlich eigentlich mal hier Flaschen reinpacken. Das ist ja eigentlich der Sinn gewesen, warum ich die Flaschen überhaupt hergestellt habe. Dass ich hier in dieses wunderschöne Konstrukt ein wenig. Erstmal die Fee absnacken. Komm, gib mir die Fee. Nein, ich möchte dir nichts zahlen, auf jeden Fall. Ja, komm, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Hallo.
Okay. Kann ich die nicht markieren? Ich sollte was essen. Ja, ist ja gut. Mir ist bewusst, dass ich was essen sollte. Ist halt hier den doofen Fisch. So, Ölflaschen. Maximal herstellen. Los, los. Und dann geht es weiter. Hier mal mitnehmen. Die Schaufel buddelt hier mal. Ich glaube, eine gute Schaufel wäre halt extrem nice, wenn ich die mit einer Kombination von einem Ding hätte. Die Schaufel in Kombination mit einem Leuchtturm. Das wäre jetzt so das 9 plus Ultra, was ich mir hier gerade gut vorstellen könnte. Da kommt jetzt auch schon das erste Öl hier angeploppt. Das ist nicht schlecht, weil Öl brauchen wir im Laufe der Zeit sehr, sehr viel noch, wenn wir Plastik herstellen können. Wenn wir Plastik mal wirklich am Start haben, dann sind wir durch, Leute. Dann sind wir durch. Ich weiß, ich habe das jetzt schon zum 5. Mal gefühlt, aber dann sind wir wirklich durch. 3.900 jetzt an dieser Stelle an Geld. Ich werde jetzt mal hier den Fisch nochmal ganz kurz einsammeln, den ich hier oben... Achso, ich sammle den Fisch ja automatisch ein. Ich sammle ja alle Items inzwischen automatisch ein, Leute, was super, super nice ist. Und dann verkaufen wir jetzt hier einfach mal die Sachen. Zack, zack, zack. Ich habe halt 400 Gold einfach, wo ich noch nicht ganz weiß, ob das sinnvoll ist, das Gold einfach so die ganze Zeit zu behalten. Und haben jetzt 5.000, das heißt, wir können nochmal auf einen neuen Landstrich gehen. Ich habe hier 4.000, 3.000. Gab es denn hier irgendwo noch was für 2.000 irgendwo? 3.000, 3.900, 4.000. Ja komm, dann gehen wir auf was Teures, Leute. 4.700 ist, glaube ich, das Teuerste hier. Verbindungsstückchen noch. Okay, das war natürlich jetzt Worst-Case-Szenario, dass die zwei hier direkt nebeneinander sind. Ich habe gehofft, dass wirklich hier der eine Dungeon nicht direkt neben dem anderen steht, dass wir halt da vielleicht nochmal eine Alternative aufdecken, aber naja, was soll der Geiz, Leute, dann müssen wir halt beim nächsten Mal wieder einen Dungeon machen. Gut, habe ich ja sowieso gesagt, deswegen, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren und haut rein, bis zum nächsten Mal dann, tschüss.